Liebe Denkmalfreunde, sehr geehrte Damen und Herren, auch in diesem Jahr möchte die Stadt Nettetal sich am Denkmaltag beteiligen. Das tun wir schon seit mehreren Jahren und wie im vergangenen Jahr erleben wir natürlich immer noch die Umstände unter Corona. Deswegen möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Nettetaler Firmen Pfeffer Media und Dropix und den Verkehrs- und Verschönerungsvereinen den Nettetaler Denkmaltag digital präsentieren. Hier haben Sie die Möglichkeit, hinter die Kulissen von Denkmälern zu schauen. Und dieses Jahr haben wir uns dafür vorgenommen, Nettetaler Symbolfiguren in den Stadtteilen zu verwenden, die entweder ein Handwerk darstellen oder eine besondere Tätigkeit aus dem Stadtteil. Hierzu lade ich Sie herzlich ein, Nettetals Geschichte einmal anders zu erleben, denn auf den Denkmälern werden Sie auch QR-Codes finden, wo Sie Hintergrundgeschichten entsprechend abrufen können. Sie können den Denkmaltag auch als Radtour erleben, indem Sie auf www.nettetal.de unter die Veranstaltungen schauen und dort die Radtour finden werden. Ich lade Sie herzlich zur Teilnahme ein und wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Nettetaler Denkmaltag in diesem Jahr digital und aber auch unterwegs in unserer Stadt. Viel Spaß! Willkommen im Kiepenträgerdorf Breil. Wir stehen hier am bronzenen Kiepenträgerdenkmal des Aachener Bildhauers Hubert Lönnecke, das 1984 hier nach Sanierung des Ortskerns aufgestellt wurde. Viel jünger als dieses ist eins in Zement, 2 Kilometer von hier entfernt auf dem Landschaftshof am Niederrhein-Museum Weide und Korb. Da steht vom lokalen Künstler Schobel Gunthardt ein Kiepenträger und das Museum zeigt alte Kiepen und jedes Jahr sind Kurse, um auch neue Korbwaren und auch wenn gewünscht Kiepen selbst zu flechten. Zur Bekleidung des Kiepenträgers. Er hatte einen dunkelblauen groben Leinenkittel, ein rotes geknüpftes Halstuch. Er hatte den Rückentragenkorb, eine Mütze, einen Stock und festes Schuhwerk. Was sie auch brauchten für ihre Wanderungen zu Fuß oder in Gruppen. 400 Jahre in etwa waren die Kiepenträger hier unterwegs in der Nachbarschaft und auch weiter entfernt, bis an die Grenzen Europas zum Teil zu Fuß unterwegs, zum Verkauf von Lokalprodukten, wie unter anderem dann Leinenwaren, Garne, Tabak, Kaffee, Branntwein, alles das, was wir vom derzeitigen Kontakt mit Holland auch noch kennen. Sie kauften es bei hiesigen Großhändlern ein, um es dann vor Ort und überall weiter zu verteilen und zu verkaufen. Neben den alten Handelswegen, die sich dann hier kreuzten, ging von hier aus auch, wir sind hier im Flachsland, gingen Leinen nach Haarlem in die Bleiche, um dort zu hochwertigen Textilien zu werden und sich besser verkaufen zu lassen. Das Ende der Wanderhändler wurde eingeläutet durch die Grenzziehung des Wiener Kongresses von 1815. Die Niederlande grenzten an Preußen-Deutschland und dann gab es reichen Schmuggel bei den hiesigen Händlern, hart bestraft durch Gesetze und de facto dann war Breil auch durch die Eisenbahn 1866, war der Wanderhandel nicht mehr rentabel und die Funktion Breils als Stapelplatz entfiel damit völlig und das war das Ende dieser berühmten Figur. Es ist de facto so, die Breiler verklären im Grunde diese Figur und möchten sie gerne sehen als Symbol für Schleue und Markttüchtigkeit und regen Händlergeist. Das hatten wohl dann eher die Großhändler, die genannt werden, die Händler ohne Kiepe. Soziologen der Uni Köln haben nachgewiesen, dass die
Geheimsprache, die typisch ist für die Kiepenträger, dass die ein Ausweis ist von Abgrenzung gegen Ortsfremde und im Grunde auch klar gemacht hat, dass sie mangelnd flexibel waren, sich den neuen Gegebenheiten wirtschaftlicher Art anzupassen. Der Verein der Heimatfreunde Henisse Fleck Breil setzt die Tradition dieser Geheimsprache fort, pflegt sie, hat große Freude daran und trägt sie bei allen Ortsfeierlichkeiten vor, zur Freude ihrer selbst und aller Zuhörer. Und davon will ich eine kleine Kostprobe mal geben. Strömten der Breil alle Morle na de knäbige Locke will, wo den Henisse Fleck zu holen, da huckt Lerwe, da huckt Rühl. Breil, wat huckst de knäbig? Breil, was bist du schön? Willkommen im Nettetaler Stadtteil Hinsbeck. Ich stehe auf dem Markt neben einer Bronzestatue, die den Hinsbecker Jüten darstellt. Die Bauern hier im Bereich waren arm, denn der Boden gab nicht viel her. Daher suchten sie nach Möglichkeiten, nach einer weiteren Einkommensmöglichkeit. Der Boden war für Flachsanbau gut geeignet. Denn man weiß ja, der Niederrhein ist als Flachsland bekannt. Aus dem Flachs gewann man dann Fasern, die die Bauern am Abend, praktisch in der zweiten Schicht, würde man heute sagen, in Heimarbeit zu Garnen und dann zu Stoffen verwebten. Diese Leinentuche waren sehr begehrt und wurden von den auswärtigen Händlern aufgekauft und ausgeliefert, zum Beispiel bis nach Amsterdam und Antwerpen. Gebraucht wurden sie als Segeltuch, aber auch zur Herstellung von Kleidern. Aber dafür war es zu dunkel. Der Stoff musste gebleicht werden. Zum Bleichen wurden die Stoffe auf Wiesen ausgebreitet, die möglichst in der Nähe einen Bachlauf mit frischem Quellwasser hatte. Dieses Quellwasser wurde dann fein verteilt über den Stoff rübergesprüht und man ließ das Ganze dann von der Sonne trocknen. Und bei dem Trocknen wurde dann der Stoff gleichzeitig gebleicht. Für die feine Verteilung verwendete man eine Jüte. Das ist eine aus Holz geschnitzte, langgezogene Schöpfkelle mit U-förmiger Hohlkehle. Die Hohlkehle wurde mit sauberem Quellwasser gefüllt und durch eine schnelle Drehbewegung das Wasser herausgeschleudert. Hierdurch entstanden dann feinste Tröpfchen. Wie übertrug sich dann dieser Begriff Jüt auf den Hinsbecker Bürger? Der Hinsbecker legt gerne andere Menschen herein. Er veräppelt sie gerne. Auf plattdeutschen Ausdruck gibt es dafür Jemes Nahtmarke. Das gilt für Bleichen, aber eben auch für Streiche spielen. Und daher erhielten die Hinsbecker den Namen eine Jüt, du bist eine Jüt. Und dabei war es immer wichtig, dass diese Jütenspäße lustig waren, harmlos waren, aber sie durften niemanden schädigen. Die Statue des Jüten, neben der ich hier stehe, wurde von der Hinsbecker Künstlerin Loni Kreuder hergestellt und 1992 hier auf dem Markt im Rahmen eines Stadtfestes aufgestellt. Dabei ist es der Künstlerin gelungen, das Charakteristische dieser Symbolfigur auch im Gesicht wiederzugeben. In seiner Mimik zeigt die Figur halbseitig als Gegenspieler der Händler ein ernstes Gesicht, er wollte ja gut verhandeln. Die andere Hälfte lächelte verschmitzt nach Jütenart, als wenn er jemanden reinlegen möchte.
Darf ich Ihnen diesen Herrn vorstellen, der da in seiner Arbeitskleidung sitzt und freundlich lächelnd seine Zigarre betrachtet, die er selbst hergestellt hat? Das ist der Zigarrenmacher. Das ist der Zigarrenmacher. Und er ist die personifizierte Erinnerung an die große Zeit der Zigarrenindustrie in Kaldenkirchen. Und das etwa war von 1863 bis ca. 1972. Der Bürgerverein Kaldenkirchen wollte unbedingt an diese für Kaldenkirchen sehr wichtige Zeit erinnern. Und so beauftragte er die Nettetaler, die Hinsbecker Künstlerin, Bildhauerin Loni Kreuder, mit der Gestaltung eines Denkmals. 1989 wurde dieses Denkmal in einem Festakt der Bevölkerung übergeben. 300 Jahre lang war die Textilindustrie in Kaldenkirchen der Broterwerb. Und das endete dann mit der einsetzenden Mechanisierung. 1863 eröffneten die Gebrüder Zillessen aus Kaldenkirchen eine Zigarrenfabrik. Und damit begann die Zigarrenindustrie. Es folgten viele, viele Firmengründungen in ganz Kaldenkirchen. Es waren am Ende wohl über 50. Und diese Fabrikgebäude, die sehen wir zum Teil heute noch im Stadtbild. Auf der Bahnhofstraße befinden sich viele Villen. Etliche sind auch leider abgerissen. Aber das waren die äußeren Zeichen der blühenden, der boomenden Zigarrenindustrie. Die Fabrikbesitzer, die dachten sich selbst die Tarife aus. Und da nun die Menschen Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus, dicht beieinander täglich in diesen großen Fabrikhallen zusammensaßen, wollten sie natürlich am Abend auch etwas anderes erleben. Und so entstanden aus diesen gezwungenen Zusammengehörigkeiten später die Liedertafel 1853, der Männergesangverein Einigkeit, der Theaterverein Frohsinn, letzten Endes auch der TSV Kaldenkirchen, weil sich die Menschen einfach über dieses Malochen, über dieses tägliche Malochen hinaus auch ein bisschen Freizeit, ein bisschen Freude wünschten. Und das gestalteten sie sich selbst. Mit der Fabrikgründung der Gebrüder Zillessen passierte gleichzeitig auch etwas ganz Entscheidendes für Kaldenkirchen. Und zwar wurde Kaldenkirchen an das große internationale Verkehrsnetz angebunden durch zwei Schienenstränge. Die Verkehrsader ging jetzt von England über Holland durch Kaldenkirchen und dann in Richtung Ruhrgebiet. Das war damals sehr aufstrebend und natürlich in Richtung Köln und in den Süden. Und das kann man sich vorstellen, das war für Kaldenkirchen ein riesiger Vorteil. Und natürlich für die sich ansiedelnde Zigarrenindustrie. Während der beiden Kriege 1418 und 39-45 kam natürlich zwangsläufig diese Industrie zum Erliegen. Erholte sich aber jeweils sehr, sehr schnell. Aber, wie es im Leben so spielt, 1952 berichtete der damalige Bürgermeister, wahrscheinlich in einer Ratssitzung, dass man vorhabe, die Tonabkommen im Grenzwald künftig abzubauen. Und mit einem schlichten, emotionslosen Satz teilte er mit, dass die Zigarrenindustrie in Kaldenkirchen ein Ende habe. Und damit endete dieses halbe Jahrhundert, was für Kaldenkirchen so glücksbringend war. Dieser Zigarrenmacher, der Zigarrenmacher, der soll an diese Ära erinnern. Leut hat noch keine Symbolfigur, die den Leuter an und für sich darstellt. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein hat gewartet, bis dieses Areal hier um den Petershof umgestaltet ist und macht sich jetzt Gedanken darüber, wie auch Leut symbolisiert werden kann. Immerhin ist jetzt hier schon ein Standort dafür vorgesehen, etwa wo ich hier stehe. Ja, was macht den
charakteristischen Leute aus. Wir haben eine kleine Umfrage gemacht und haben darin festgestellt, dass der Bauer und der Torfstecher gleich auf an der Spitze liegen, vor dem Lothar Rieser, der eigentlich etwas mehr bekannt ist durch die Karnevalsgesellschaft. Lloyd ist von der Landwirtschaft bestimmt worden seit ewigen Zeiten bis in die 1960er Jahre hinein. Das sieht man auch an den vielen Bauernhäusern noch, die hier in der Ortsmitte stehen. Im Umkreis von etwa 150 Metern um diesen Platz hat man noch 6 Bauernhöfe. In einem Bauernhof stehen noch ein paar kleine Kälber, aber sonst ist die Landwirtschaft bis auf 2 Gemüsebauern hier ausgezogen aus Lloyd. Über Jahrhunderte bestimmend gewesen. Der Bauer kann uns also einiges erzählen, wie früher Landwirtschaft gemacht worden ist, auch unter kleinen Verhältnissen. Wir haben dann den Torfstecher, der sich großer Beliebtheit auf einmal erfreut. Dazu müssen wir 400 Jahre zurückgehen. Als die Menschen auf die Idee kamen, den Torf längs der Nette abzubauen, weil sie Heizmaterial brauchten. Der Torf war dann in so großer Menge vorrätig, dass auch er verkauft wurde, als er ein Wirtschaftsgut wurde. So entstanden die Netteseen. Zuerst ist es wahrscheinlich der Witzsee gewesen, man kann das so genau nicht feststellen. Dann kamen Schrullig und Polven an die Reihe. Und schließlich auch noch die beiden anderen Krickenbecker sehen, wie sie heute genannt werden. Bauer oder Torfstecher, das ist noch die große Frage. Wir wissen noch nicht, wie das ausgehen wird. Wir werden noch einige Umfragen machen. Vielleicht steht in 2 Jahren hier ein torfstechender Bauer oder ein bäuerlicher Torfstecher. Das wäre eine prima Kombination. Vielleicht ist es der ideale Läuter. Wenkbühl, der Windbeutel. Am Ende des Windmühlenwegs stand am Windmühlenbruch eine Windmühle. Dort fanden Volksfeste und Schützenfeste statt und der Wind trug den Lärm bis nach Breil. Dort sprach man also vom Lobbericher Wind. Die Hinsbecker nannten eine Straße am Ortsrand im Windfang, in der Hoffnung, dass sich der Lobbericher Wind dort fängt. Der Lobbericher Wind war nicht gerade positiv besetzt, der Lobbericher hielt sich wohl gerne für etwas Besseres. So war man hier immer etwas besser angezogen als in den benachbarten Orten, womöglich dank der Fabrik Niedig. Auch neigt der Lobbericher wohl bis heute zum Aufschneiden. Damit sind wir wieder beim Wenkbühl, dem Windbeutel. Viel Volumen, wenig Inhalt. Die Karnevalisten Heinz Tappisser und Schneidermeister Heinz Koch kleideten sich bei ihren Auftritten als Wenkbühl gerne vornehm. Johannes Todam griff das auf und brachte die Idee einer Symbolfigur für Lobberich ein. Er ist schlicht und ergreifend ein typischer niederrheinischer Gemütsmensch, immer lustig und verschmitzt, den Schalk in den Augen, die 5 gerade sein lassend und dabei sich selbst auf den Arm nehmend. Fies jedoch in einer liebenswürdig aufschneidenden, etwas überheblichen Art, ein Wenkbühl eben. Der VVV Lobberich beauftragte mit Unterstützung der Sparkasse im Jahre 2010 die international renommierte Künstlerin Loni Kreuder mit der Ausführung. Das Ergebnis sehen Sie hier. Thank you.
Ja, Heinz, wir haben uns heute mal hier getroffen, als du als Vertreter vom Schaaner Kreis, ich als Ortsvorsteher. Erzählst du uns mal bitte etwas zu der Geschichte des Gerbers oder wie es dazu kam? Ja, Ralf. Der Gerber ist das Produkt der Bemühungen der Schaaner Bürger, als sechster Stadtteil von Nettetal anerkannt zu werden. Und dazu hat sich die Interessengemeinschaft Schaaner Kreis gegründet. Und die haben viele Überlegungen angestellt, was man machen könnte zur Verschönerung des Stadtteils, aber auch zur Repräsentation des Stadtteils. Und wir haben überlegt, ja, und auch unterschiedliche Künstler zu Rate gezogen. Und wir waren ein neuer Verein, hatten nicht so sehr viel Geld, denn so eine Figur kostet recht viel. Dann haben wir überlegt, was könnten wir machen zur Symbolisierung der Schaaner Bevölkerung. Das ist ja ein besonderer Menschenschlag. Wir kamen dann auf die Idee, Hausfrauen beim Einkauf auf dem Markt darzustellen. Und haben auch mit einer Künstlerin Kontakt aufgenommen. Dann haben wir gedacht, ach, es regnet auch viel in Schaaren, haben dann jemanden mit Schirmen und so weiter gesucht. Und dann kam schließlich die Idee, wir sind eigentlich ein ländlich orientierter Ort und aus der Landwirtschaft kommt schließlich auch die Lederproduktion, das Gerben. Und damit war die Idee des Gerbers entstanden. Und wir haben jedes Mal gefragt, die Bürgerschaft, was hättet ihr lieber? Und als wir den Gerber vorschlugen, da waren sehr, sehr viele Leute der Meinung, das ist die richtige Symbolfigur für Schaar. Und wir haben dann schließlich auch den Künstler gesucht. Und es sollte ein Heimischer sein, der auch ein anderes Material, ein widerstandsfähiges Material brachte. Das war dann hier der Herr Wolfram Schobel-Gundhardt, der in Leuth wohnt. Er war mir so benannt worden, Sie werden graue Haare bei ihm bekommen. Der ist nämlich nicht sehr zuverlässig, hieß es. Das stimmte nicht. Ich bin allerdings jeden Samstag hingefahren und habe auf der Baustelle mir das angesehen, wie weit er war. Und eines Tages kam ich an, da war alles kaputt. Das hat ihm nicht gefallen? Nein. Er hatte Zorn über seine eigene Arbeit bekommen und hat dann den Hammer genommen und alles kaputt geschlagen. Aber dann schließlich zum Denkmaltag vor einigen Jahren konnten wir hier die Figur an der Stelle aufstellen. Die Firma Hoffmanns hat ja seinerzeit hier eine Firma gehabt als Gerberei bzw. Lederfabrikant. Und dadurch seid ihr wahrscheinlich auch dazu gekommen. Viele, viele Schaaner Leute haben von der Familie Hoffmann gelebt. Die gab es in Breil, einen Zweig der Familie, und hier in Schaar. Die Arbeit war nicht besonders schön als Gerber. Das war kalt, zugig, nass. Man musste, das stank abscheulich. Der hat hier eine Schabe und schiebt und schabt die alten Fleisch- und Fettreste von dem Fell herunter. Und dann wird das Fell in die Gerberlohe gegeben. Und das haben wir ja hier in Schaar auch noch gehabt. Und als Schaarer Kreis haben wir ja da das rekultiviert im Mühlenbachtal. Und ja, da stand ursprünglich die Firma. Es lag nahe, dass man Leder verarbeitete. Es gab viele Bauern, es gab Viehzucht, Rinder hauptsächlich, aber auch Pferde. Felle wurden verarbeitet. Wir haben uns entschieden für den Gerber. Das war eine gute Entscheidung. Ja, das war auch so der Schaaner Typ. Etwas hart und auch etwas rau und schlicht und einfach.